Mahlzeit, eine neue Woche, ein neues Tipps und Clips Video. Heute hat sich der AK-Type oder AK-Type mal ein bisschen was zu defensiven Manövern gewünscht, deswegen legen wir auch direkt los mit Tipp Nummer 1. Immer den kürzesten Winkel zum Gegner ziehen. Wenn ein Gegner von seitlich hinten oder direkt von der Seite kommt, zieht euer Ausweich- bzw. Eindrehmanöver immer in die Richtung, aus der der Gegner kommt, um den Winkel seines Schussfensters zu versauen bzw. möglichst gering zu halten. Wenn er natürlich genau von hinten kommt, muss man sich für eine Richtung entscheiden. In diesem Fall kommt von oben hinten rechts eine Do 335. Ich habe noch schnell meine Bomben abgeworfen und bin dann eingedreht, sodass der Gegner überschießt und ich mich an ihn hängen kann. Wundert euch nicht über die Musik, ich höre manchmal komische Sachen beim Zocken. Tipp Nummer 2. Flachstellen und Shiften. Allgemein gilt, wenn euer Gegner eine Schussmöglichkeit auf euch hat, habt ihr ihm idealerweise eure Seite zugedreht, da ihr hier die geringste Trefferfläche bildet oder bietet und am besten ausweichen könnt. Wie in diesem Clip, wo ich mich bei der Jagd auf einen Gegner vor einem anderen aufgehängt habe und dadurch, dass ich mich flach stelle und mit dem Höhenruder ausweiche, mache ich mich zu einem schweren Ziel für die Focke Wulf. Tipp Nummer 3. Das Head-On mit einem Split-S vermeiden. Übers Head-On an sich kommt auf jeden Fall noch eine eigene Folge. Das hier wollte ich hier aber mal abspielen lassen, um ein defensives Ausweichen zu zeigen, wenn jemand ins Head-On mit euch gehen will. Tipp Nummer 4. Eindrehen, überdrehen und durchtauchen. Auch hier wieder im kürzesten Winkel zum Gegner eindrehen, dann weiterrollen und unter dem Gegner durchtauchen und wenn er an euch vorbei ist, dreht ihr hinter ihm ein. Das war an einem Abend aufgenommen, wo ich dem lieben Gewehrwolf ein paar Flugstunden gegeben habe, deswegen könnt ihr den hier im Hintergrund hören, also nicht wundern. Link zu seinem Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Solange hier kein Hochhaus steht, geht das wohl auch gut, ne? Und nur Abschluss Nummer 4 auf der Uhr. Tipp Nummer 5. Rudder Dodge. In diesem Clip geht es um das Ausweichmanöver, das der Gegner hier versucht. Im Turn versucht er mittels Seitenruder leicht auszuweichen, um mir meinen Aim zu versauen. Ich hoffe es hier trotzdem ihn zu treffen, aber an und für sich ist das ein ganz gutes und valides Manöver für eine solche Situation. Tipp Nummer 6. Nah am Boden kratzen. Wenn ihr euch in einem sehr tiefen Luftkampf befindet, könnt ihr das Gelände für geschickte Ausweichmanöver nutzen. Entweder traut sich euer Gegner nicht, euch in dem Maße zu folgen und dreht hoch oder ähnliches, oder er zieht mit und riskiert in den Boden zu crashen. Hierfür müsst ihr euren Flieger natürlich gut kennen und wissen, was noch geht und was nicht mehr in der entsprechenden Situation. Tipp Nummer 7. Das Radar hilft euch bei eurer Defensive. Ihr solltet immer ein Auge aufs Radar richten. Der kleine rote Punkt informiert mich hier in dem Fall darüber, dass noch ein weiterer Gegner im Anflug ist und aus welcher Richtung er kommt. So kann ich meinen Abschuss noch absichern, bevor ich dann eindrehen muss, um dem anderen Gegner auszuweichen. Auch hier dann wieder mit eindrehen, überdrehen und durchtauchen. Anschließend beim zweiten Turn kann ich mit einer kurzen Head-on-Salve, ähnlich wie in Tipp 3, auf den Gegner halten und dann rausdrehen. Glücklicherweise treffe ich hier den Gegner gut, dass sich der Rest des Manövers dann erübrigt hat. So kann ich dann auch direkt auf Gegner Nummer 3 eindrehen und ausweichen mit dem nah am Boden kratzen.
Tipp Nummer 8, Reversal. Auch über Reversals an sich möchte ich eine eigene Folge machen, habe auch genug Material, kommt also noch. Trotzdem wollte ich diesen Clip aber im Defensivmanöver-Video haben. In diesem Falle richte ich mich nämlich gegen Tipp Nummer 1 und ziehe nicht den kürzesten Winkel, sondern den längeren, um die KI 87 zu locken. Ist natürlich dann mit etwas höherem Risiko verbunden. Aber so kann man ein besseres Reversal erzeugen. Im Allgemeinen geht es bei Reversals darum, aus einer defensiven Position mit einem Manöver oder einer kurzen Abfolge an Manövern den Gegner so überschießen zu lassen, dass ihr euch sofort in der Offensivposition wiederfindet und den Gegner idealerweise mit einem Snapshot oder einer kurzen Salve rausnehmen könnt. Tipp Nummer 9. Die Schere einleiten. Ein weiteres Manöver, wozu auch noch ein eigenständiges Video folgen wird, ist die Schere. In diesem Clip kommt der Gegner auf mich zu und ich drehe ein. Komplett eindrehen kann ich ihn nicht, deswegen stelle ich mich flach, sobald der Gegner auf mich schießen kann bzw. wird, um dann in die andere Richtung zu rollen, wenn er an mir vorbei ist, und um dann hinter ihm einzudrehen. So wird dann die Schere eingeleitet. Ich habe hier Glück und kann relativ schnell einen guten Treffer setzen, sodass der Scherenkampf hier nicht unnötig irgendwie in die Länge gezogen wird. Tipp Nummer 10. Nach der Offensive direkt in die Defensive. In diesem Fall zünde ich eine Jack an. Gleichzeitig ist eine P47 auf dem Weg zu mir von hinten, habe ich auch oben im Radar dann gesehen. Ich überlasse die Jack dann ihrem Schicksal, um gegen die P47 defensiv fliegen zu können. Auch hier wird wieder eingedreht und durch die Schüsse des Gegners getaucht. Der Gegner dreht nach dem Pass ein und ich natürlich auch entsprechend. Ich dachte eigentlich, dass ich schneller rumkomme bzw. die Thunderbolt etwas langsamer dreht, aber leider endete das Ganze hier in einem Head-On. Aber alles ist nochmal gut gegangen. Ich habe zwar Schaden gekriegt, aber den Gegner rausgenommen. Ihr seht also, es gibt jede Menge defensive Manöver und viele davon haben keinen eigenen Namen, sondern sind eine Kombination aus verschiedenen Standardmanövern, um das Ziel zu erreichen. Die Manöver, die einen eigenen Begriff haben oder denen ich einen Begriff zugewiesen habe, bekommen auch noch eine eigene Episode, wo es nur um das entsprechende Manöver geht. Dazu zählen Reversals, Jojos, Scheren, Shiften und noch mehr. Ich wollte mit diesem Video diese Themen alle schon mal ein wenig anschneiden und zeigen. Also, jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Bis dahin, wir treffen uns in der Luft.